alle eingeschaltet haben. Ich freue mich sehr darüber und möchte nun unsere charmanten Referentinnen vorstellen. Das ist einmal Chilla Mizösi, herzlich willkommen, und Carmen Struck, herzlich willkommen. Und damit genügend Zeit für die schönen Sachen sind, schalte ich mich jetzt auch schon weg und gebe die Bühne frei. Vielen Dank, und ich schalte auch gleich die Präsentation frei, damit auch, weil die Bilder etwas mehr sagen, als wir zeigen können. Also herzlich willkommen nach Bulgarien, und wie Sie sehen, es ist ein Land mit viel Tradition, aber ich würde heute Innovation betonen. Und in den Corona-Zeiten möchte ich Sie nicht mit allen Regeln und Vorschriften belasten, sondern wir haben aus diesem Grund einen Schwerpunkt Gesundheitstourismus gewählt. Und jetzt läuft der Präsentation nicht. Doch. Also wie Sie sehen, selbst die Presse hat Bulgarien als sozusagen geheime Trenddestination entdeckt. Und das möchten wir Ihnen auch mit den 7 Aussteller, die heute an dem Bulgarien-Stand ausstellen. Sie sind hauptsächlich aus der Region nördlich von Varna, also fast alle an der Schwarzmeerküste. Und wir haben auch 2 Aussteller aus der Raum Burgas. Das sind die 2 Hauptstädte an der Küste. Und weil wir Gesundheitstourismus ansprechen, möchten wir auch Ihnen auch die frische Luft, die Berglandschaft, die auch mit tollen Kultur und alten Dörfern und kulinarisch gut verbunden ist, und Aktivtourismus auch betonen. Also diese Vielseitigkeit und die Qualität. Ich kenne Bulgarien erst seit 5 Jahren, und bei jeder Reise bin ich einfach erstaunt, welche komplexe Investitionen hier gemacht werden, auch mit Nachhaltigkeit. Also ich kann das empfehlen, und wie Sie sehen, auch in der Fachpresse wird berichtet, dass auch die jungen Menschen und Familien, also traditionell ist Bulgarien eine Destination für Familien, aber auch diese viele Kombination an Produkten, das noch interessanter macht, auch mit diesem modernen Touch. Ich möchte mit 2 Informationen beginnen, die uns wahrscheinlich neidisch macht. Erstens, dass an der Schwarzmeerküste heute 17 bis 18 Grad Temperatur herrscht. Aber das Wichtigere, was uns alle Touristiker sehr neidisch macht, dass die Hotels, die Restaurants in den Hotels, Spa-Einrichtungen, also alle möglichen Therapie und Kosmetik, Kulturinstitute, also selbst das Opernhaus in Sofia, und auch die Skipisten, alles geöffnet ist. Also sind Maßnahmen, die sie einhalten müssen. Also in den Restaurants zum Beispiel nur Hälfte der Plätze dürfen besetzt sein. Aber es ist ein normales Leben. Und ich glaube, diese Bilder, was Sie hier sehen, zeigen schon, dass Bulgarien, was Sie eventuell vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren gesehen haben, können Sie fast vergessen, weil, wie gesagt, der Fortschritt im Tourismus geht da wirklich mit großen Schritten voran. Und das Land kann man in allen 4 Jahreszeiten gut genießen. Sicherheit ist ein Schlüsselwort bei der Reiseentscheidung, aber wird auch Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, noch mehr diskutiert als in den vorigen Jahren. Und da ist, glaube ich, Bulgarien absolut in bester Position. Ab und zu habe ich das Gefühl, dass Friseuse, Kosmetikerinnen auch ganz andere Ausbildung bekommen. Also nicht, ich bin nicht nur mit dem Preis sehr zufrieden, aber so auch mit der Qualität. Also Gesundheitstourismus, Wellness kann man sowohl in den hohen Berglandschaften und auch am Meer, an der Küste erleben. Also eine sehr glückliche Lage, weil sie Thermalwasser auch in 1500 Meter haben. Und im Sommer ist nicht diese Sahara-Hitze zu ertragen, sondern immer sehr angenehm, also Durchschnittstemperatur 26, 28 Grad. Und das viel, viel grüner. Und darüber werde ich noch auch sprechen, weil wir auch über Klima, also Kurorte sprechen, die bei diesen Corona-Maßnahmen oder eventuell Leute, die sich besser für sich vorbereiten möchten, also Immunsystem stärken wollen oder balancieren wollen, spielt hier frische Luft und Bewegung eine sehr entscheidende Rolle. Heute wurden wir in den Chat auch öfters über Golftourismus gefragt oder was man so unter Aktivtourismus, also von Trekkingtouren, alle möglichen Wassersportarten, Extremtourismus, in jede Menge und
wie Sie sehen, sehr, also für mich auch sehr schöne alte Dörfer und Obst, was man frisch wirklich von der Region bekommt. Und ein Bild, was Sie eventuell noch nicht wissen, in der Nähe von Burgas ist die weltgrößte natürliche Schlammsee. Also für Gesundheit kann man nicht nur in den Hotels, sondern auch in der Natur viel holen. Der Hauptaussteller und auch deswegen der Schwerpunkt Gesundheitstourismus ist der bulgarische Spa- und Balneologieverband. Und eine überraschende Zahl, also über 500 heiße Quellen. Und es ist wirklich an jedem schönen Landschaft zu genießen. Und wir möchten auch kurz über Klima, also das Zusätzliche. Und wenn wir Gesundheitstourismus sagen, heißt es nicht, dass es sofort an irgendein medizinisches, also ein Problem. Aber man kann Strandurlaub, Aktivurlaub, Skiurlaub, Kulturreise mit diesem extra Portion Gesundheit gut verbinden. Dafür ist Bulgarien wirklich sehr, also ein ideales Land. Und jetzt möchte ich die Aussteller vorstellen und ich hoffe, dass Sie nach dieser Präsentation sie auch in der Bulgarienhalle besuchen werden. Das ist das Griffith Hotel Encanto und fast alle Hotels, die ich vorstelle, liegen direkt am Meer. Sie haben eine wunderschöne große Spa-Landschaft und sogar eine Dachpool. Und das Besondere in diesem Hotel, und das empfehle ich auch im Frühjahr besonders, aber auch um gesund zu bleiben, eine Detox-Therapie, eine hochqualifizierte, sehr hochwertige Detox-Therapie. Die Besonderheit, dass alle Zutaten maximal 70 Kilometer Entfernung kommen. Also alles ist frisch vorbereitet und beste Qualität. Hier sind die Pakete, die man für 7 Tage bucht, auch mit 30 Behandlungen inklusive. Die Preise sprechen für sich, aber das erzählen die Kollegen, wenn sie am Stand sie besuchen. Dann das älteste Kurort Bulgariens, über 120 Jahre, wurde St. Konstantin Helena mitten in einem Naturschutzgebiet. Und jetzt ist, würde ich mal sagen, das einer der designvollsten Einrichtungen mit einem 6-Sterne-Apartmenthaus, mit Privatstrand, 5-Sterne-Haus, aber 4-Sterne-Anlage direkt am Strand mit Balneologiezentrum und das schönste Thermalbad, ich würde sagen, fast in ganz Europa. Mein Lieblingspool mit 38 Grad, sehr viele Sportmöglichkeiten und wenn man die schicken Strandlokale und Restaurants besucht, da kommen sie echt auf diese Sylt-Feeling, also die Qualität ist echt erstklassig. Das Albena Resort ist eine Stadt für sich und sie punkten mit solchen Sportangeboten, die sie wirklich in keinem anderen Land finden, nicht mal in den großen, wie sagt man, Sportanlagen, die nur auf sowas spezialisiert sind. Also einige Zahlen. 22 Tennisplätze, 8 Fußballfelder, unterschiedliche, also Bedeckung. Dieses Jahr werden sie ein super modernes Wassersportzentrum starten und sogar auch ein Beachvolleyballkurse. Also Sie können im ganzen Jahr Schwimmkurse buchen. Das ist übrigens ab dieses Jahr auch bei Fitreisen zu buchen. Und für Fußball- und Beachvolleyball-Begeisterte werden Sie jetzt auch für einen minimalen Aufpreis in diesen Hotels diese Angebote. Alle Sportmöglichkeiten direkt am Strand und den Blick können Sie selber sehen, dass auch dieser Spa-Bereich alles hochmodern. Dann kommen wir ein bisschen nördlicher und das ist jetzt Therma Village in Kranevo. Eventuell Leute, die nicht unbedingt ein Hotel buchen möchten. Hier ist die Auswahl zwischen Hotel, aber auch super schicke Apartmenthäuser. Und weil Kinder, also Familienurlaub in Bulgarien immer groß geschrieben ist, hier sehen Sie auch sehr viel. Also ein extra Hotel nur mit thematischen Zimmern für Kinder gestaltet. Und Anti-Aging-Behandlungen. Hier habe ich die modernsten Geräte gesehen. Und zum Beispiel in der Kombination mit einem Kryotherapie und dieser Anti-Aging-Zellulit-Behandlungen kriegen Sie garantiert in einer Woche schon eine andere Figur. Und das Schöne ist, hier ist auch noch eine Eiskunsthalle, die im ganzen Jahr geöffnet ist. Also selbst im Sommer können hier mit den Schlittschuhen die Runde drehen.
Jetzt kommen wir zu einem, würde ich mal sagen, Familienliebling, wo die Kinder im Vordergrund stehen. Das ist Sunny Day, auch nördlich von Varna, direkt am Strand und wo die ganze Anlage auf Familienbedürfnis gestellt ist. Mein Foto hier unten ist im Oktober, also es war Bikini-Zeit. Man kann ruhig diese Hotels vom April bis November besuchen und das empfehlen. Also Vor- und Nachsaison sind in dieser Region sehr empfehlenswert. Jetzt fahren wir ein bisschen südlicher. Also hier lohnt sich schon den Flug Richtung Burgas zu nehmen. Jetzt sind wir in Barcelo Royal Beach Hotel. Wie Sie sehen, ein Riesenkomplex, aber mit einem extrem großen Gartenbereich und zwei riesen Swimmingpools. Auch ein luxuriöses Spa hier, sehr farbenfroh gestaltet. Dieses Spa ist zum Beispiel auch so in einem orientalischen Stil. Und hier ist auch ein Schwerpunkt an Kulinarik. Und hier ist noch sogar ein Casino. Und ein Open-Air-Shopping-Center. Also wenn Sie Geld gespart haben und Shopping gehen wollen, hier können Sie das selbst in einem Open-Air-Anlage besichtigen. Und ein weiteres 5-Sterne-Angebot, das Gran Hotel und Spa Primorets in Burgas. Also hier können Sie die Verbindung mit einem Altstadt und direkt am Strand zu sein, also 20 Meter entfernt vom Strand. Wie Sie sehen, auch also viele im grünen Anlage und diese frische Luft und wie gesagt nicht so große Hitze, viel Wasser, also am Meer und in den Poollandschaften und überall erstklassiges Spa-Service. Also hier habe ich zum Beispiel, seien Sie nicht böse, aber viele von meinen Freunden haben schon zu viel Kilo zugenommen, weil sie so gern und viel während der Lockdown gegessen haben. Also für diejenigen, die Anti-Aging und diese Zellulitbehandlungen nicht mehr nutzen, hier empfehle ich zum Beispiel ein minimalinvasive Fettabsaugungs-Story. Alle Dienstleistungen sind hier weniger als die Hälfte als in Deutschland. Und bei Preis und Qualität entscheidend sind bei der Reiseentscheidung. Ich wollte Ihnen auch ein paar Beispiele bringen. Also 1 Euro ist 2 Lever. Alle Preise, was Sie in Lever sehen, muss man nur halbieren. Also Haarschneiden und Föhnen unter 10 Euro, aber selbst wenn Sie für die Kinder Schwimmkurse buchen, sind komplette Kurse, wenn man pro Stunde abrechnet, pro Unterricht 5 Euro, was meiner Meinung nach lächerlich ist. Ich habe schon meinen ersten Skiurlaub für Bulgarien gebucht, ab nächste Woche. Und ein Skipass für 4 Tage kostet 50 Euro. Also kann man echt nicht meckern und alles, was man so nebenbei mietet. Aber weil wir über Gesundheitstourismus sprechen, Sie sollen auch sehen, was nicht nur Heilmassagen, aber auch so Elektrotherapie oder Fango, also in der Nähe von Burgas habe ich auch gesagt, dass die größte natürliche Schlammvorhaben sind, ab 5 Euro. Und selbst wenn Sie die exklusivste Kosmetikbehandlungen mit übrigens auch mit Joghurt, mit Rose, Rosenöl ist sehr wichtig in Bulgarien, aber auch mit Lavendel, mit Honig. Also die ganz teure 5-Sterne-Anlagen, sehr aufwendige Behandlung, kostet nicht mehr als 30 oder 40 Euro. Und zum Beispiel in dieses Spa-Komplex, was ich auch kurz gezeigt habe, ein Eintritt kostet 8 Euro. Wie Sie sehen, Bulgarien war letztes Jahr auch sehr intensiv in der Presse, auch mit gesund leben oder gesund bleiben oder auch in die grüne Landschaft, also die andere Seite von Bulgarien zu zeigen. Hier sind auch römische, also Thermalstädte oder Quellen mit römischer Ursprung. Also man kann in diesem Land auch sehr viel Kultur erleben. Und ich möchte das Wort für Frau Struck übergeben, die auch noch einige sehr wichtige Informationen über Krankenkassen und Flüge erzählt. Danke, Sheila. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Reisefreunde Bulgariens, ergänzend möchte ich zu Frau Mösüsi noch erklären, dass seit 2019 sind in Bulgarien ambulante Vorsorgekuren für in Deutschland gesetzliche Versicherte möglich. Und zwar wurde dort Bulgarien in die Liste der Länder aufgenommen, in denen diese Vorsorgeleistungen jetzt erstattbar sind. Und dadurch können Ihre Kunden auch den Urlaub und die Kur in Zukunft miteinander verbinden. Das heißt hier, die Vielfalt an den Reisemöglichkeiten, die Ihnen Frau Mösüsi jetzt auch vorgestellt hat, nutzen.
Das heißt, die Klimabedingungen sind sehr gut und sehr günstig in Bulgarien. Und hier tragen wir auch dazu eine Entwicklung für einen Vierjahreszeitentourismus bei. So können Sie beispielsweise Ihren Kunden im Sommer anbieten, die Schwarzmeerküste oder die Berge zu besuchen, in Kombination mit einer Thalasso-Helio- oder Balneotherapie. Dann kombinieren auch oder Winter, dann können Sie die Berge gerne verkaufen zum Skifahren, zum Wandern. Und auch hier können Sie Ihren Kunden sagen, ja, nach einer sehr exhausting Skitour können Sie die warmen Heilbäder nutzen und darin entspannen. Und das alles, wie gesagt, seit 2019 auch eine Kassenleistung in Deutschland als Vorsorgekur. Jetzt können Sie natürlich fragen, wie kommen denn meine Kunden dann nach Bulgarien? Der übliche Weg zum Urlaub ist mit dem Flugzeug. Da haben wir zum einen den Hauptstadtflughafen in Sofia. Der bietet sich an für Städtereisen, aber auch für eine einfache Tour in die Berge. Dort kann man auch Richtung Pirin-Gebirge fahren oder in das Rila-Gebirge, auch Richtung Plovdiv. Und die beiden anderen Flughäfen sind an der Schwarzmeerküste, das ist einmal Varna und einmal Burgas. Der Hauptstadtflughafen Sofia ist ganzjährig von allen größeren deutschen Flughäfen erreichbar. Und auch Varna und Burgas haben natürlich im Winter ein bisschen reduziertes Flugprogramm, aber ab März für die Saison starten auch nach Burgas und Varna Flugzeuge, Charterflugzeuge, aber auch zum Beispiel auch Low-Cost-Carrier, dann zum Beispiel von Berlin aus, von München aus, von Memmingen aus, von Hamburg. Sie haben praktisch hier das ganze breite Portfolio, was Ihre Kunden nutzen können. Genau, das haben wir auf der nächsten Seite dann auch nochmal kurz dargestellt, dass halt zum Beispiel jetzt auch ab Frankfurt die Flüge möglich sind, die direkt dann von Frankfurt am Main nach Varna fliegen. Und so dadurch sind die Anbindungen wirklich sehr gut, denn innerhalb von 2 bis 2,5 Stunden sind dann Ihre Kunden in Bulgarien vor Ort und können dann alle tollen Urlaubsangebote nutzen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe in der Zwischenzeit eine Frage gelesen, also wo diese Eiskunsthalle ist. Das ist Therma Village Kranevo. Sie sind auch Aussteller, also bitte weitere Details auch für Sport, also für Amateursport und auch für Profisport, also hauptsächlich für Schwimmen sind Sie spezialisiert. Aber viele andere Anlagen sind noch eventuell auch interessant. Ich konnte leider nicht zu allen alles erzählen. Aber wir wollten nur einfach mal Geschmack und Sie dazu motivieren, mit den Ausstellern direkt in Kontakt zu treten und sich über den Preis und Qualität auch selber zu überzeugen. Wir haben nämlich, und wenn Sie nicht so viel Zeit haben, wir haben 2 Videofilme zusammengestellt, wo auch alle Aussteller mit Videos vertreten sind und auch ein paar Flyers oder aktuelle Informationen auch über Bulgarien in unserem Media-Kit. Genau, und es kam auch noch die Frage zu den Hotelnamen, und zwar, wenn Sie direkt in unserer Bulgarien-Halle sich draufklicken, da sehen Sie praktisch alle Hotels, die Frau Mesüse jetzt gerade auch vorgestellt hat. Die beiden Damen machen meinen Job vollkommen überflüssig. Sie stellen sich die Fragen gegenseitig. Ich finde das ganz fantastisch. Aber das funktioniert. Ich noch mal die Hotels. Also wir haben Thermo Village Kranevo, wir hatten Albena mit diesen Sportmöglichkeiten. Dann hatten wir St. Konstantin und Elena mit diesem super modernen Thermalbad. Dann hatten wir Sunny Day, wo ich gesagt habe, dass es für Kinder, also für Familien direkt am Strand spezialisiert ist. Dann hatten wir Barcelo Royal Beach in Burgas, auch mit diesem großen Schwimmbecken und Open-Air-Shopping und Casino. Und dann hatten wir Grand Hotel Spa, Primovets, direkt in Burgas. Und alle anderen Aussteller werden vom BUBSPA, von dem bulgarischen Spa- und Balneologie-Verband vertreten. Jetzt kam die Frage auf, ob eventuell die Möglichkeit besteht, die Präsentation im Nachgang zu bekommen. Ich vermute mal, wenn man zu Ihnen an den Stand geht und einfach seine Daten hinterlässt, senden Sie das sehr gerne zu. Habe ich recht? Ja, also Sie sollen diese Business Card austauschen und dazu schreiben, bitte die Präsentation zuschicken und dann werden wir das speichern. Und wenn heute oder morgen, aber Sie haben das in wenigen Tagen. Großartig. Ja, dann möchte ich jetzt alle Teilnehmer hier ganz herzlich animieren. Schauen Sie noch mal vorbei in der Bulgarienhalle. Gibt es Spannendes zu entdecken. Und sage ein herzliches Dankeschön an die beiden Referentinnen, an Chilla Mitsösi und Carmen Struck für die schöne Präsentation.
und wünsche aber noch... Wünschen wir die Gäste bald in Bulgarien. Es ist alles schön zu erzählen, das war meine Überzeugung. Aber es ist immer besser, wenn Sie das selber besuchen. Ich hatte schon zum Beispiel einen Chat mit einer Dame, die 2017 in Bulgarien war. Ich habe gesagt, besuchen Sie lieber das gleiche Hotel heute nochmal. Weil also die Entwicklung ist wirklich enorm. Also es geht wirklich mit einem sehr großen Schritt und mit Geschmack. Also sind wirklich geplante Komplexe, nicht nur, weil sie das Geld irgendwo investieren, sondern es ist wirklich durchgedachter Komplex und das, was mir wirklich gut gefällt. Fantastisch. Dann sage ich herzlichen Dank und heute noch einen weiteren oder noch einen restlichen erfolgreichen Messetag. Vielen Dankeschön, Dank. Frau Soltau. Tschüss. Tschüss.